Lass uns auf drei runterzählen und beim Klang der Peace Bell gehen wir in die Schweigeminute für den Frieden. Okay? Ready? Eins, zwei, drei. Das machen wir noch einmal. Das kann noch richtig lauter werden hier. Eins, zwei, drei.
Dankeschön. Thank you, Berlin. Thank you, Alexis and Barbara. Miteinander aufpassen, Masken tragen. All dieses Zeug habt ihr mitgemacht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel unendliche Dankbarkeit hier überall hinter der Bühne, hinter den Kulissen von allen empfunden wird euch gegenüber. Und ich möchte nur noch ein einziges Mal darauf hinweisen, das haben schon viele Leute gemacht, aber da hinten stehen so viele Leute, die aus irgendwelchen unterschiedlichen Gewerken zusammengewürfelt worden sind und in, ja, nicht mal 10, vielleicht 11, 12 Tagen dieses Ding hier hingezimmert haben. Und ich würde mir noch einmal wünschen, jetzt, wo es ein bisschen ruhiger ist, dass ihr einmal richtig Alarm macht für all diese Leute, die seit Wochen nicht schlafen. Jedes Kabel, das verlegt wurde, jedes Mikro, das hier steht, jede Videowall, jeder Mensch, der hier rumläuft und Spenden einsammelt, jeder und jede Einzelne hier, alle Speaker, alle Speakerinnen, alle Hosts, alle Künstler, Künstlerinnen und jeder Einzelne, der hinten auch nur ein einziges Mal einen Kugelschreiber in die Hand genommen hat, um irgendwas aufzuschreiben, damit das nicht vergisst. Und glaubt mir, das waren viele Kugelschreiber und viele Dinge, die nicht vergessen werden dürfen. All die haben es heute möglich gemacht, dass das hier passiert. Aber es wäre alles nichts, wenn ihr nicht da wärt. Und ihr macht das hier zu einem Moment, den ich in meinem ganzen Leben niemals vergesse. Euch. Und jetzt, Ladies and Gentle People, ist es soweit? Ja. Er ist da, er steht hier schon und tigert ein bisschen rum, deswegen halte ich die Klappe und hau ab, hier ist Clueso! Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, mein Name ist Clueso. Hallo, schönen guten Abend. Ich freue mich so, euch zu sehen. Ich freue mich wirklich, euch zu sehen. Wir haben es die ganze Zeit im Stream verfolgt, sind hierher gefahren. Sehr spontane Aktion. Ich konnte meine Band nicht mitbringen, aber ich habe DJ Bidova mitgebracht für einen Song, den wir spielen möchten. Es gibt auch viel zu berichten, viel zu erzählen. Ich werde zwischen den Songs ein bisschen was erzählen. Erstmal will ich mich bei allen bedanken, die heute hier oben auf der Bühne gespielt haben und die tolle Sachen gesagt haben, wichtige Sachen gesagt haben. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Ich möchte den ersten Song, den ich spielen möchte, der heißt Love the People. Ich habe ihn vor über 20 Jahren geschrieben als Jugendlicher. Ich wusste nicht, dass der ab und zu mal auf Demos gespielt wird. Ich denke, der passt hierher. Ist ein Reggae-Song. Love the People, einfache Botschaft. Thank you.
den Song. Dafür geht alle Respekt an die Sonne, wenn es wieder hier verschwindet, haben wir alle was davon. Dafür geht alle Respekt an die Sonne, wenn ich von meiner Box gepresst, nicht nur mal den Song. Dafür geht alle Respekt an die Sonne. Dankeschön nochmal an euch, dass ihr hier seid. Es ist nicht gerade warm. Danke, dass ihr ein Zeichen setzt. Für Hoffnung auch, Solidarität und für Frieden. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Jegliches hat seine Zeit. Steine sammeln, Steine zerstreuen. Bäume pflanzen, Bäume abbauen. Leben und sterben. Und sterben. Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Kann ein Mensch lange Zeit leben. Sag die Welt, das ist Zeit. Meine Freundin ist schön. Als ich aufstand, ist sie gegangen. Weck sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schatten gelegt. Thank you.
Antonio Lucaccio aus Leipzig. Und dann angerufen, gestern Abend ein Konzert gespielt, nicht nach Hause gefahren und vorbeigekommen. Dankeschön, Antonio. Ich möchte noch ein Lied spielen. Alles zu seiner Zeit heißt der Song. Ist ein Song, ein Love Song. Aber ich möchte jemand ganz Besonderes auf die Bühne bitten. Ich habe meine Wohnung geräumt, bin neben meiner Familie aufzunehmen. Und eine Mutti ist quasi mit beiden Söhnen bei uns zu Hause. Und wir kriegen das auf jeden Fall tagtäglich mit. Und wir denken jeden Tag an den Mann, der jetzt quasi der Ukraine ist. Und kriegen die Situation mit. Das ist so strange alles, weil ich wollte mit den Kids einen Film gucken, hab gesagt, habt ihr Bock auf den? Nee, den haben wir im Januar noch im Kino geguckt. Also so ganz alltägliche Sachen. Und sie hat gesagt, ich kann nicht rumsitzen, ich möchte herkommen. Sie spricht. Jedem Lied sein Wort, jedem Denker sein Problem. Jedem Team seine Chance zu stehlen. Sonne fällt und Sonne steht. Alles zu seiner Zeit. Jedem Wolf sein vollen Mund. Und jedem Rebell seine Rebellion. Jedem Winter sein Tag in Weiß, alles zu seiner Zeit, kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreibe ich eins. Ich glaub für dich. Jedem Clown sein Platz zum Ball. Jedem Egoist seine Chance zu teilen. Jedem Schicksalsschlag sein Silberstein. Alles zu seiner Zeit. Kommt alles zu seiner Zeit. Vielleicht sollte es noch nicht sein, dass ich mal lang bei jemand bleib. Ich hab kein Liebeslied, das gut ausgeht, doch für dich schreibe ich eins. Ich glaub für dich, Ukraine. Жизнь разлюбила.
Ich habe Vitali mitgebracht. Vitali wird uns übersetzt. Erstmal hi. Ja, wie schön, dass ihr da seid. Hi. Ja. In das eigene Land, in die Heimat immer zurückkehren können. Ja, ich finde. Wenn du dir eine Sache wünschen würdest, eine Sache, die du sagen möchtest, all diesen Menschen, die heute hier zusammengekommen sind und immer noch ausharren und jedem Wort lauschen, das gesungen und gesprochen wird. Was ist deine Botschaft an uns hier? Danke sehr, darf ich gerne kurz bitte? Danke sehr. Ich möchte поважання для всіх людей, які сьогодні зібралися, які тут стоять, чекають, слухають виступом. Який був цей меседж, яке було це посилання з твого боку? В першу чергу я хочу подякувати. In erster Linie möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Я хочу подякувати, що зараз я можу бути в безпеці тут, я і мої діти. Ich möchte mich bei euch allen herzlich bedanken, dass ich hier in Sicherheit verweilen darf, ich und meine Kinder. Всім, тому що це дуже страшно, коли твої діти починають відрізняти, який зараз постріл. Ich möchte mich bei euch bedanken, dass ich hier sein darf, weil es sehr angsteinflößend ist, wenn die Kinder anfangen zu unterscheiden, was gerade an Geschossen angeflogen kommt. І зараз ми були вимушені виїхати з України, з рідного дому. Und sie waren gezwungen, unser Land, Ukraine und unser Haus zu verlassen. Aber jeder von uns hat Familie und Verwandte dort zurücklassen müssen. Meine Eltern sind dort geblieben. Meine Brüder. Mein Ehemann. Und зараз вони захищають нашу землю. Und sie verteidigen unser Land, нашу свободу, unsere Freiheit, нашу волю і надію, unser freies Leben und unsere Hoffnung, нашу і цієї Європи, unsere und die des ganzen Europas. Danke. Wieso? Entschuldige bitte, dass ich dich nicht angesprochen habe. So. Jetzt mache ich es wieder besser. Oder? Ja, klar.